Hallo, ich möchte heute Brokkolisuppe machen. Dafür brauchen wir 1 Kilogramm Brokkoli, 1 Liter Wasser, etwas Gemüsebrühe und 300 Milliliter Sahne. Bei der Gemüsebrühe guckt ihr einfach drauf, was da drauf steht. Bei mir steht auf der Packung 5 Gramm für 250 Milliliter Wasser. Dementsprechend bräuchte ich 20 Gramm, weil wir 1 Liter Wasser haben. Zuerst schneiden wir von dem Brokkoli hier die Röschen ab. Und die kommen dann in einen Topf und in dem Topf werden die dann nachher gekocht. Wenn der gesamte Brokkoli klein geschnitten wurde, kommen jetzt Wasser und Gemüsebrühe hinzu. Und das Ganze wird jetzt auf dem Herd zum Kochen gebracht. Wenn das Ganze jetzt köchelt, warten wir noch ungefähr 15 Minuten, bis alles weich geworden ist. Danach pürieren wir den Brokkoli und dann kommt die Sahne hinzu.